Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Ihr könnt es schon sehen, ich sitze in der Tiefgarage und hinter mir ist die Husqvarna 701. Und ja, ihr habt richtig gelesen, wir werden heute den FMF, zumindest versuchen, an der 701 Supermoto zu montieren. Ich habe noch keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe natürlich, dass wir euch hier ein Klangerlebnis der Superlative bieten können. Aber bevor wir anfangen, noch ein kleiner Reminder, der Limited Glow in the Dark Hoodie ist nur noch 24 Stunden erhältlich, danach nicht mehr. Wenn ihr einen haben wollt, dann gönnt ihn euch jetzt. Der Link ist unten in der Beschreibung. Was der Hoodie kann, das werdet ihr gleich erfahren, denn wir werden jetzt hier so lange sitzen, bis das Licht ausgeht und dann werdet ihr sehen, wie krass der leuchtet. Nicht nur am Ärmel, nicht nur vorne, sondern auch am Rücken. Es ist wirklich heftig, oder Flo? Also mich flasht es immer wieder aufs Neue. Ich finde es echt krank. Es leuchtet halt übel krank. Selbst die Wand und so ist dann immer beleuchtet. Ist echt heftig. Also meiner Meinung nach ist das der allergeilste Hoodie, den ich jemals rausgebracht habe. Nicht nur wegen dem Design, sondern eben auch wegen Glow in the Dark. Ich wollte es schon so lange machen und jetzt ist er endlich hier. Deswegen nur noch 24 Stunden, danach nie wieder. Und jetzt hoffen wir mal, dass hier die guten Leuchtstoffröhren mal ausgehen. Weil dann wird's wild, Freunde. Dann wird's richtig wild. Okay, Freunde, das Licht ist jetzt aus. Gönnt euch das. Ist also wirklich jedes Mal immer wieder. Guck mal, mein Bein wird sogar angeleuchtet. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Jedes Mal, es sieht so krank aus. Wie kann ein Hoodie so leuchten? Pass auf, ich drehe mich mal jetzt um. Ja. Kommt ihr gar nicht klar. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Licht wieder angeht. Guck mal. Sieht man das? Oh, Junge. Ist das heftig? Das ist echt geil. Guck mal, jetzt mit dem Ärmel zusammen. Ja. Es ist nicht mehr normal. Ist so krank. Okay, pass auf, ich stehe jetzt mal auf. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert oder ob das Licht angeht. Guck das an. Der Rücken ist halt Baba. Also Freunde, wenn ihr ihn euch gönnen wollt, ich mache jetzt mal eben wieder Licht an. Hier hinten. Morgen, Herr Boss. Morgen. Wenn ihr ihn euch gönnen wollt, Link ist in der Beschreibung. Nur noch 24 Stunden danach gibt es ihn wirklich nicht mehr. Ich sage das zum letzten Mal. Denn übermorgen geht dann wieder ein Video online, wo es den nicht mehr geben wird. Und glaubt mir, wenn ihr den bekommt, ihr werdet den niemals wieder abgeben wollen. Sehr niemals cool. Wieder. So, und jetzt legen wir los, bauen den Blauball ab und knallen den FMF dran. Das wird richtig witzig. Let's go. Alright, Freunde, wir sind jetzt in der Tiefgarage angelangt und wie ihr es im Titel schon lesen konntet, wir werden heute versuchen, den FMF an die 701 zu montieren. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, ob das funktionieren wird, weil dieser Auspuff natürlich nicht für die Husqvarna 701 Supermoto konzipiert ist, sondern für die Husqvarna FE501. Aber wenn wir das heute schaffen, dann sage ich euch, wird das auf jeden Fall ein lautes Spektakel. Ja? Ein Spektakel der Superlative. Weil ihr wisst alle, wie der 501 Auspuff mit FMF klingt. Das ist schon heftig. Du meinst das 501 Motorrad. Ja, perfekt, wieder Satzbau on point. Nein, wirklich. Ich glaube, das wird sehr, sehr schön werden. Deswegen fangen wir direkt an. Wir montieren hier den Blauball. Das ist wirklich... Den Blauball. Ja, das ist der Blauball. Das ist wirklich solider Stahl hier. Wiegt locker 1200 Kilo. Den montieren wir jetzt erstmal ab und dann gucken wir mal, wie das hier passt. Vielleicht ist es ja sogar Plug and Play. Stell dir das mal vor. Ja, das wäre krass, aber das wär kann ich mir nie vorstellen. Ich glaube auch nicht. Also, es wäre zu einfach. Ja. Zu schön, um wahr zu sein. Hier ist die Klemme. Zum Glück geht das relativ schnell. Oh, das liegt ja immer noch hier dran. Upsala. Ja. Ups. Das wäre so geil, wenn das klappen würde. Ich würde ausrasten, wirklich. Ja. Also Freunde, das wäre das Highlight. Ich würde gerade sagen, das Highlight dieser Woche. Aber ich glaube, das ist dann das Highlight des Monats. Für mich persönlich. Okay. Ja, doch, schon. Müssen wir mal gucken, ist das eine Schraube? Nee, die muss dann irgendwo da in der Mitte. Ja. So, die Sitzbank dafür abnehmen? Ich denke mal. So, Sitzbank ist ab. Ja. Das hier müssen wir lösen. Also glaubst du, dass das klappt, Flo? Überhaupt, also, dass wir das irgendwie hinbekommen? Ja, zu nur Panzertape, ne? Also ich glaube gesagt, wirklich, das ist mein Secret-Tipp gewesen. Ja, wenn das nicht funktioniert, wenn es nicht dran passt, dann nehmen wir einfach Panzerband. Ja. Und dann kleben wir das halt da fest. Scheiß drauf. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, richtig. Zack, zack. Aha. Das auch ab. Rettet die Wale! Findet Nemo. Wirklich, das ist so ein Oschi. Ich meine, wenn Husqvarna könnte, dann würde es natürlich viel, viel kleinere Endschalldämpfer geben, viel, viel lautere Endschalldämpfer, aber durch die neuen Abgasnormen wisst ihr ja draußen selber, ihr fahrt ja fast alle Motorrad oder wollt es zumindest, durch die neuen Abgasnormen wird das eben immer schlimmer, immer größer, immer leiser, es ist wirklich richtig traurig. Gerade wenn man dann in anderen Ländern mal war, wo man dann sieht, dass die überhaupt gar keine Norm haben. Beste Beispiel Holland. Wie ist das denn in Holland? Das weiß ich gar nicht. Holland hat, meine ich, also auf jeden Fall Belgien und Holland, meine ich, haben auch fast... Ja, ist doch Europa.
I'm not sure. Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Also letztes Mal, als ich in Belgien war, fuhren die ganzen X-Max-Roller von Yamaha alle mit Acra und ohne DB-Killer rum. Ja, gut, also ich glaube jetzt nicht, dass die... Der Acra ist ja aus dem Sportbereich. Standardmäßig sind die alle, glaube ich, EU-Norm. Oh, komm her, du Miststück. Da wehrt er sich. Da ist hier aber ein leichtes Erdbeben gerade ausgebrochen, als das Ding auf den Boden gefallen ist. Mein lieber Herr Gesangsverein, du. Alter Schwede. Guck mal, wirklich das Ding. Boah. Liegt doch mal nicht was. Ja, es ist katastrophal. Katastrophal. So, und jetzt können wir nämlich gucken. Schau mal hier. Das ist der Durchmesser. Sieht aber gar nicht so verkehrt aus, ne? Ist, oder? Guck mal, warte, das könnte man jetzt auch leicht missverstehen, mein Lieber. Ach, das Loch sieht auch gar nicht so verkehrt aus. Ganz fertig. Okay, dann würde ich sagen, FMF. Hey David, ich glaube, das sieht fucking gut aus. Ja? Ja, ich glaube schon. Oh, das passt gar nicht, Bro. Nicht? Ne, überhaupt nicht. Ah, perfektes Augenmaß bei mir. Ja, beziehungsweise doch, warte mal. Warte mal. Weil hier drumherum ist so ein Simmerring. Den können wir eventuell abmachen und wenn wir den abhaben, kriegen wir vielleicht den Auspuff da dran. Aber ich weiß es echt nicht. Also es ist wirklich gerade sehr, sehr experimentell, was wir hier machen. Ich sehe jetzt schon, wir kriegen gleich den Originalen gar nicht mehr dran. Ja, guck hier. Siehst du? Das ist nämlich die Auspuffdichtung. Do not mach kaputt. Und ich meine nämlich, dass der jetzt hier drüber geht. Boah, Junge, was? Digga. Ha? Das passt ja... Das passt ja wie angegossen, ne? Also, was heißt wie angegossen, ne? Die Haltepunkte hier, die sind halt katastrophal. Kannst du ihn jetzt loslassen rein theoretisch, oder fällt er dann? Nee, also, ja, er hält so. Okay. Ja. Aber wir müssen das halt irgendwie fixieren. Ich habe eine Idee. Genau, mit Kabelbindern. Ja, oder wir halten ihn kurz fest. Ja. Soll ich mal anmachen? Ja, Mann. Bin ja? Übel soll ich mal anmachen? Ja, das wird jetzt so laut, garantiert. Ich glaube auch. Ja. Okay, ich mache jetzt einfach, ja? Ja, mach einfach. Junge, ist das leid. Dein Maul. Alter, was? Ich würde gerne, wir müssen das irgendwie fixieren. Ich würde gerne ein kleines Stück damit fahren. Da brauchen wir Kabelbinder. Ja, pass auf, ich hole jetzt mal. Ich habe nämlich noch so Hitzeschutz. Das können wir dann da drum machen, dann mit Panzerband ein bisschen fixieren und hier halt mit Kabelbindern. Und dann fahren wir eine kleine Runde durch die Tiefgarage. Das wird lit. So, Freunde, ich habe jetzt alles beisammen. Einmal Kabelbinder, dann hier diesen Hitzeschutz und einmal das Panzerband. Natürlich das, was wir jetzt machen. Bitte nehmt das nicht als Vorbild, das ist weder für den Straßenverkehr gedacht, noch für richtige Fahrten. Wir fahren wirklich gleich nur, und da bin ich wirklich glücklich, wenn das klappt, einmal durch die Tiefgarage, um den Zaun zu checken, einfach weil wir Bock drauf haben. Ja, ich finde, das ist eine geile Idee. Ich wollte schon immer wissen, wie eine 701 mit dem FMF klingt. Wenn ihr das Ganze komplett bescheuert findet, ja, dann ist das wirklich so. Ich finde es auch komplett bescheuert, aber es ist geil. Und also, die bescheuerten Sachen machen auch Spaß. Also eigentlich ist das eine ziemlich dumme Idee. Ja, genau. Geile. Es ist eine richtig dumme Idee, eine bescheuerte Idee, aber sie macht Spaß. Und deswegen machen wir es auch. Also ich würde sagen, als erstes hier den Kabelbinder durch. Wolltest du was sagen? Ja. Okay. Ich wollte doch einfach mal meine Fresse halten. Ah, perfekt. Endlich. Lange drauf gewartet. Würde ich sagen, sitzt halbwegs, muss jetzt auch nicht komplett stramm sein. Und jetzt nehmen wir hier diesen Hitzeschutz. Das hier machen wir am besten mal ab. Ist auch so geil, eine komplett originale 701 Supermoto, noch nichts, wir haben noch nichts dran verändert, gar nichts. Und jetzt bauen wir den Originalauspuff ab und fummeln da einen FMF dran. Da kommt auch so bescheuerte Ideen. Geht echt besser als gedacht. Schau mal an. Nice. So, also es klebt jetzt sogar schon. Aber wir machen nochmal sicherheitshalber ein bisschen Panzerband drin. Willkommen bei David Bost. Heute zeige ich Ihnen, wie man einen Auspuff befestigt. Einmal mit Hilfe von Kabelbindern und mit Hilfe von Panzerband. Nicht. Also ich wirklich empfehle das überhaupt nicht zu Hause nachzumachen. Das ist eine richtige Scheißhausidee. Das ist Fuschhandwerk auf einem ganz anderen Level. Ja, definitiv. Da sage ich auch nichts gegen. Okay.
Ja, ich würde sagen, Sitzbank drauf und dann ready for the Probefahrt. Ja. Lass das Seitenteil jetzt einfach mal ab, weil wir montieren den ja gleich sowieso wieder um. Also Originale kommt wieder dran. Das wäre jetzt irrsinnig, das dran zu machen. Mhm. Aber eine Sitzbank, die genehmige ich mir auf jeden Fall. Bisschen Komfort muss sein hier. Ja, bisschen Komfort hier. Also ich bin echt gespannt, ob ein paar Alarmanlagen angehen. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht. In Amerika ja, da sind die irgendwie sensibler, aber ich glaube hier in Deutschland nicht. Aber es wäre ein Highlight. Also wenn einer angeht, geil. Würde ich definitiv feiern. Wenn der Auspuff abfliegt, sagst du Bescheid hier, ne? Ja, ich denke mal, das wirst du hören, oder? Soll ich nochmal an die Bude? Ja. Alter, ist das asozial. Ja, ja, guck mal. Was denn? Ja, guck mal. Oh. Ja, Hat nicht so gut gehalten, wie ich dachte. Da kam so geiler Sound, dann dachte ich mir so, oh, ist aber sehr laut. Dann habe ich nach hinten geguckt und der Auspuff so. Ja. Also ich würde sagen, Freunde, an der Stelle macht es einfach nicht zu Hause nach. Montiert keinen FMF-Auspuff an eine 701. Das ist mit Abstand das bescheuerste Video, was ich in den letzten Wochen gedreht habe. Wirklich. Ja. Also guck dir das mal bitte an. Ja, das ist. Guck mal von hier. Wie sieht das denn bitte aus? Ja, hat einen leichten Knick, ne? Ja. Ja, das muss so, David. Das muss so. Aber wir sind ja erst seit eine Stunde ungefähr in der Tiefgarage und haben das umgebaut, Panzerband gesucht, Kabelbinder gesucht, war extra noch bei Sören, hab Kabelbinder geholt. Ja, perfekt. Für die 30 Sekunden, die ich hier gefahren bin, muss man schon sagen, hat sich gelohnt, oder? Ja, doch. Ja. Das waren 30 Sekunden so lang? Ja, ich hab keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle hier Schluss. Also schlimmer kann es nicht mehr werden. Nee. Wirklich. Definitiv nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt noch machen sollen. Das ist ein kurzes, knackiges, bescheuertes Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Man könnte natürlich rein theoretisch, fällt mir jetzt noch gerade ein, dafür sorgen, dass der FMF eben die richtigen Haltepunkte hat und man eben hier unten, ich mache die Zündung aus, dass man hier unten dann auch wirklich eine richtige Klemme hat, weil der Sound an sich, muss man ja wirklich mal sagen, wenn er eben dran bleibt, ist schon echt geil. Also ich finde, er klingt sehr, sehr dumpf, er klingt unfassbar laut, also da fliegt einem das Gehör weg, ne? Ja, es war echt. Also es war grenzwertig. Aber dass hier keine Alarmanlagen angehen, wundert mich echt. Ist komisch, oder? Vor allem jetzt gerade, weil ich halt Straightpipe hier unterwegs, das war mir so unangenehm. Ich bin da durch den Gang gefahren, wirklich vorne. Ich dachte jetzt, wenn jetzt ein Nachbar da rauskommt, der boxt mich da vom Bike runter. Wirklich, real talk. Dachte ich, ist zum Glück nicht passiert. Ja, also mir fällt nicht mehr ein. Gut, ja, Freunde, an der Stelle, ich kuschel jetzt noch ein bisschen hier mit dem FMF. Oh, da kommt eine ganz schöne Hitze raus, ey, alter Schwede. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns allerspätestens übermorgen wieder. Denkt dran, der Glow in the Dark Limited Merch ist jetzt nur noch 24 Stunden erhältlich. Danach nie wieder. Das heißt, wenn ihr einen haben wollt, dann jetzt. Link ist unten in der Beschreibung. Ja, und das war's. Ich verabschiede mich. Genießt die restlichen Stunden. Und das Allerwichtigste, geht steil. Boop.